An einem Tag im Jahre 1877 war in den Bergen zwischen Tegernsee und Schliersee ein Mann auf der Pirsch. Illegal. Er wusste nicht, dass ihm jemand nachgestiegen war. Einer, der bittere Rache geschworen hatte. Die Kugel traf keine Gams, sondern den Wilderer Georg Jännerwein. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Er wurde weggeputzt von dieser Erde. Man fand ihn erst am 9. Tage. Girgel Jännerwein soll dem Jagdgehilfen Josef Pföderl die Geliebte ausgespannt haben. Deshalb soll der ihn hinterrücks erschossen haben. Das Drama kennt jeder im Oberland, auch Georg Hirner. Ihn ließ das Schicksal vom Jännerwein das ganze Leben nicht los. Ich bin ja in der Gegend aufgewachsen als Hirte. Ja. Und ich habe dort mal schon von verschiedenen Holznächten erfahren, die haben es wieder von ihren Eltern erfahren, wie verschieden das alles abgelaufen ist. Und vielleicht ist es auch noch interessant, warum der Jännerwein heute noch so verehrt wird von verschiedenen Leuten. Begraben wurde der Wilderer und Weiberheld auf dem Friedhof Westenhofen bei Schliersee. Grabpfleger Sepp Schmid ist überrascht, was Fans da alles ablegen. Ja, ein Weihwasserkessel da links hilft das so seine. Ah, da ist er, so war ich drin schon. Ja. Ein Scharfe auch noch. Patronen, gedacht für Jännerweins Mörder Pföderl. Da nützen solche Mahnschilder nichts. So ein Licht steht fast immer da. Das ist ja so schon ausbrennt. Ist schon leid, das machen wir weg. Zu lesen steht hier Wilderer Georg Jännerwein. Dabei zeigt ein altes Foto der Inschrift, dass es früher Wildschütz hieß. Friedhofbesucher Manfred Kick ärgert das. Du bist drüber geschrieben worden, der Wilderer. Aber das stimmt natürlich nicht. Die Urfassung ist Wildschütz. Aha. Das finden Sie auch nicht richtig, dass da Wilderer. Nein, man sollte schon bei der historischen Wahrheit bleiben. Und man sollte da nicht abqualifizieren zu einem Wilderer. Ein Wilderer sei ein Fallensteller und Schlingenleger. Aber dennoch, auch neben einem Wildschütz wollten manche nicht beerdigt werden. Es heißt, sie hätten seinen Grabstein deshalb versetzt. Aber wo liegen Jännerweins Knochen dann wirklich? Wo der Wilderer zu Lebzeiten gewohnt hat, das ist zumindest klar. Hier beim Hofberger, dem heutigen Biohof Schweig, war Jännerwein als Holzknecht angestellt. Georg Kirner und Sepp Schmid sind nicht angemeldet, hoffen trotzdem, Neues vom Jännerwein zu erfahren. Bei den Hofberger. Was meinen, ob er daheim ist? Jungbauer Markus Hofberger scheint die Familiengeschichte zu kennen. Es geht um einen Jännerwein. Ja. Sein Urgroßvater hatte auch den Vornamen Markus und war ein Freund vom Wildschütz. Beide kamen 1871 zusammen vom Frankreich-Feldzug zurück. Das ist der Jännerwein, der da auf den so da sitzt, und das ist der Hofberger Markus. An dem Freisitz vom Südbalkon. Da hat er gewohnt, oder wie? Genau, in dem Zimmer, das dahinter liegt. Wie lange war er genau da im Hof bei euch? Ja, laut meinen Informationen, bis er dann erschossen worden ist, sind wir 70. Vom Krieg weg bis dahin, bis zum Tod. Vom Hofberger aus zog der Holzknecht Jännerwein regelmäßig in die Wälder. Oft schufteten die Männer irgendwo in den Bergen, lebten in Lagern fernab jeder Siedlung. Die schwere Holzarbeit lag dem Girgel angeblich nicht. Da lag es nahe, den Speisezettel zu ergänzen mit illegal gejagtem Wild. Was nicht selbst gegessen wurde, soll er unter den Wirten im Dorf verkauft haben. Georg Kirner vermutet, dass er sogar eine Jagdflinte bei einem der Gasthäuser versteckt hielt. Auf seinem Weg in die Berge kam Jännerwein regelmäßig am Hennerer vorbei. Heute noch ein beliebtes Ausflugsziel. Das war immer eine sehr anerkannte Bierwirtschaft da. Gell? Ja, genau. Und da waren Jäger, Förster, Polizisten,
Bauern, Knechte und auch Wilderer haben sie da. Knecht, ganz viel Holzknecht. Ja, zum Teil, ja. Nein, die, die dort gearbeitet haben und so. Gell. Ja, die waren alle da herin. Ja, waren alle da drin, die haben sie getroffen. Und da kam natürlich auch das zustande, dass erst einmal diese sehr attraktive Bedienung des Reserl darin war. Gell. Jännerwein, der Weiberer, der Stenz. Denn oben auf dem Berg hatte er schon ein anderes Frauenherz zum Schmelzen gebracht. Das der hübschen Sennerin Agathe. Das Drama, die Agathe oder das Agerl, war eigentlich die Geliebte vom Josef Pföderl. Jetzt nahm sie auf ihre Baumgartenalm stattdessen den schneidig auftretenden Jännerwein mit und gebar dem feschen Wildschütz angeblich sogar eine Tochter. Beweise dafür? Fehlanzeige. Doch wir finden in Schliersee einen Jännerwein-Verwandten, der mehr weiß. Heribert Jännerwein hat angeblich ein Familienfoto in seinem Keller, im Jännerweinstüberl, das sein Vater eingerichtet hat. Hier trafen sich Jännerwein-Fans zu Lebzeiten von Vater und Opa regelmäßig. Auf dem Gemälde schaut der Wilderer oder Wildschütz recht brav aus. Und auf dem alten Foto? Das ist das Foto. Das ist eine Originalfotografie von Budget Jännerwein mit Agal und seiner Tochter. Die Mutter hat sie nie abfotografieren lassen. Die war da also anstrengend mit der Schuhseiten. Das ist die einzige Aufnahme mit Agal und mit der Tochter praktisch. Andere gibt es nicht. Das Foto wurde bisher nie veröffentlicht. Jännerweins Tochter lernte gerade das Stehen. Demnach entstand das Bild nicht lange vor seiner Ermordung. Nur 8 Monate Gefängnis bekam sein Mörder, obwohl er versucht hatte, einen Selbstmord vorzutäuschen. Christoph Bachmann, Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, sucht nach dem Endurteil vom Oberlandesgericht. Da ist es. Was? Das Urteil. Also Sie sehen hier das Urteil gegen den Josef Pföderl, also den Jagdgehilfen, der also den Georg Jännerwein erschossen hat. Das ist die einzige archivalische Quelle, die es überhaupt gibt. Prozessakten zu diesem Verfahren sind nicht vorhanden. Die sind wohl wahrscheinlich bereits im 19. Jahrhundert vernichtet worden. Dadurch getötet zu haben, dass er mit einer oder zwei aus Jännerweins eigenem Zwillingsgewehr abgefeuerten Kugelladungen denselben den Vorderkopf zerschmetterte und hierdurch dessen sofort eingetretenen Tod verursachte. So eine Doppelflinte muss es gewesen sein. Georg Kirner behauptet sogar, dieses sei ein Originalgewehr vom Gergel Jännerwein. Das Gewehr habe ich von meiner Taufpatin gekriegt, die auch eine Jännerwein ist oder war. Und die hat sehr engen Kontakt zum Henneler gehabt. Und die hat das dann kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, hat die das Gewehr erworben, versteckt in einem alten Heuschober. Und dann einige Jahre später, ich glaube 7 oder 8 Jahre später, hat sie gesagt, auf dem Heuschober, da soll ich am Giebel aufschauen, da ist was Interessantes drum. Und da war das Gewehr in einem alten Militärmantel eingewickelt. Im Oberland gab es viele Wilderer. Warum ranken sich so viele Geschichten ausgerechnet um den Jännerwein? Weil es um Liebe ging, um Eifersucht, Rache, feigen Mord, um Jännerweins unbändige Freiheitsliebe? Grabpfleger Schmidt hat eine ganze Sammlung von Patronen, die Jännerwein-Fans in den Weihwasserkessel legten. Die da, für deinen Mörder. Jännerwein hat natürlich auch die Jägerschaft sehr oft und stark provoziert. Gell? Ja, er war halt ein Wildschütz, war er. Mit Leidenschaft, da wird halt nicht rausgehen aus seiner Haut. Ja. Mein Wilder haben es alle. Die einen haben halt dann die Jägerprüfung gemacht und die anderen sind halt Wilderer geblieben. Das ist der Not raus. Zum Teil aus der Not raus, genau. Er hat ja nicht nur für sich
Gewildert, der hat ja die arme Leute was gegeben. Der Mythos des Jännerwein entstand ja erst unmittelbar danach, nach dessen Tod. Es war ja zu Lebzeiten war er ja nicht so bekannt, sondern es entstand ja danach. Aufgrund dessen, dass eben dann dieses Lied vom Jännerwein, das ist ein Schütz in seinen besten Jahren, dass das ja nachträglich erst geschrieben worden ist, komponiert, vertont worden ist. Und da eben dann der Ruf des Jännerwein eben als dieser unbändige, freiheitsliebende Wildschütz aufkommen ist. Auch Jännerwein war Zitterspieler. Wahrscheinlich hätte es ihm selber gefallen, das Lied, das hier Markus Krammer spielt. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Er wurde weggeputzt von dieser Erd. Man fand ihn erst am 9. Tage bei Tegernsee am Peißenberg.